Hallo und herzlich willkommen zurück zu Open Transfertag und Deluxe. Urlaub ist vorbei, es geht weiter. Und wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, waren wir hier bei irgendeinem Aluminiumwerk stehen geblieben. Hier stauen sich schon die Züge, weil, was laden die ein? Karosserien, ja, weil es einfach zu wenig Karosserien jetzt gibt nach dem Umbau von den Wagen. Ja, ein Aluminiumwerk wollten wir jetzt machen hier für das. Habe ich da schon irgendeins festgelegt gehabt? Hatte ich das? Ha, ist das natürlich ein bisschen ungünstig. Welches war denn das? Gucken wir uns auch die Folge nochmal an. Moment. Okay, das war eine. Die hier muss es gewesen sein. Entschuldigung, ich habe irgendwie ein bisschen. Mein Hals ist, glaube ich, ein bisschen angeschlagen noch. So, anscheinend war es diese Aluminiumhütte gewesen. So, Bauxitsäure, Altmetall. Gucken wir mal. So, nur die Zulieferer. Ja, Altmetall hat man, glaube ich, gleich hier oben irgendwo gehabt, ne? Genau. Ist natürlich blöd, weil es jetzt eine Konkurrenz mit dem hier ist. Mit den Zügen. Bauxitbergwerk hätten wir aber hier schon. Und was wollen sie noch haben? Säure. Säure kam aus irgendeinem Chemiewerk. Chemiefabrik, Flüssigguthafen. Na gut, gucken wir mal hier Aluminium. So, machen wir das mal. Erstmal das Bauxit hinbringen. Da haben wir hier noch einen Bauernhof, eine Zinkhütte, Lithium, Landmaschinenhandel. Okay, Bauxit. Okay, ein Zweierbornhof. Da können wir nämlich gleich die Ersatzteile dann dort noch hinliefern. Und dann. So, jetzt natürlich die Frage, wie binde ich denn das hier an? Denke ich, wo mein 6er Bahnhof. Gucken, ob es reicht. Wenn nicht, müssen wir ihn nochmal erweitern. Das sind mir die zwei äußeren Gleise. Fürs Bauxit nehmen.
Oh, das Depot ist falsch gebaut, sehe ich gerade. Das korrigieren wir gleich schnell. So, das passt. So, okay, da können wir jetzt Bauxit dorthin liefern. Ja, wieder den hier einfach. Nee, das ist zu lang. So. Zweimal erstmal und Abfahrt. Haben wir schon Bauxit-Züge? Nö, ist der erste. Echt? Ist wirklich der erste? Ich dachte, wir hätten das schon mal irgendwo gehabt. Na gut, egal. So. Dann hätten wir hier eigentlich auch eine Möglichkeit, Ersatzteile unterzubringen. Wo kam die ja von hier, ne? Ja. Kann der Zug das erreichen? Ne, noch nicht, ne? Da müssen wir erst die Strecke ja fertig bauen, dann wird das gehen. So, okay. Säure hat man doch schon irgendwo hier gehabt, ne? Chemiefabrik, Flüssigguthafen. Na gut, das war ja hinten, ne? Aber das ist schon wieder ein bisschen weit. Und so viel Säure ist auch hier nicht übrig, ne? Weil hier das schon von irgendwelchen Zügen weggenommen wird. Chlor gäbe es viel. Ah, ne, sind schon Chlorzüge. Aber für Säure ist das ein bisschen knapp dort. Hier wäre ein Flüssigguthafen. Ist natürlich auch ein Stück weiter weg. Da gäbe es noch Chemiefabriken. Na gut, gucken wir erstmal nach dem Altmetall. Wie gesagt, das könnte man von hier nehmen, aber dann... Ah, es ist wieder so eine Konkurrenz zu den... Wobei, gibt es bloß einen Altmetallzug. Konnte man hier nicht aus diesen Wertstoffen nicht auch Altmetall machen? Das hat man doch hier irgendwo gehabt. Gut, das Problem ist, dass der Zug nicht hier rüberkommt. Na gut, ich kann ja trotzdem einen Altmetallzug von... machen wir erstmal ganz einfach einen Altmetall-LKW. Oder haben wir hier noch irgendwo eine Möglichkeit von einer anderen Stadt, das irgendwie herzubekommen? Nee, ne? Die unten haben das ja nicht hier. Nicht einfach einen Schrottplatz neu bauen, würde das nicht gehen. Einfach das mal so als neue Industrie finanzieren. Wo werden das am sinnvollsten? Wahrscheinlich hier unten, wobei ich mir fast schon vorstellen könnte, dass er das dann an so einer Stelle baut, wo man dann mit dem Zug gar nicht mehr rankommt. Da habe ich halt so ein bisschen meine Sorgen hier. So, was haben wir hier? Kupfererzbergwerk mitten in der Stadt. Das kommt auch immer sehr gut. Gut, man kann es höchstens mal versuchen, ob man den irgendwie hier so an eine Kante gebaut bekommt. Wir versuchen es einfach mal. Schrottplatz, Altmetall. Ach so, ein Kai. Ach, ein Kai gäbe es noch, wo man das herkriegen könnte.
Guck mal, da ist doch Altmetall. Hier auch. Da versuchen wir es einfach mal mit dem hier, würde ich sagen. So, das ist eingleisig. Der müsste ja eigentlich so. Ja, genau, macht er schon. Aber wir versuchen das trotzdem mal hier unten als neue Industrie. Eine Milliarde kostet das, wenn ich jetzt sage, ich will den hier hin haben. Oh, cool.